Man betet immer zu Gott. Und trotzdem weiß nicht, ob man ihn immer in der Mitte nimmt, ob das immer danach richtet, weil der Mensch ja auch oft da ist. Aber man darf ihn nicht verlieren. Man muss immer zu Gott beten, das ist einfach die Mitte. Ich bin Schwester Josephine, ich komme von Lüggelscheid, das liegt bei Meschede und der Pfarrei Remlinghausen. Zu Hause hat Mutter jeden Abend immer das lange Abendgebet gebetet. Immer. Die stand dann da mit in der Küche und dann wurde gebetet. Hab auch oft geschlafen, da war das auch. Das Gebet, das war einfach bei uns im Elternhaus. Und besonders auch nachher, als meine Brüder alle im Krieg waren, waren ja 5 Brüder im Krieg, da haben wir viel gebetet, das muss ich sagen. Ich bin auch gerne zum Tanzen gegangen, das bin ich auch, das muss ich auch sagen. Ich habe gerne mal, aber wir hatten ja oft die Möglichkeit gar nicht da. Oder sind wir mit dem Trecker gefahren. Heiraten, das wollte ich nicht. Also das fühlt man irgendwie. Schwerste ist mir wohl gefallen damals, als ich nach zum Priesterseminar musste. Das ist mir eher schwer gefallen, das muss ich ehrlich sagen. Da war ich aber gut 13 Jahre. Der Höhepunkt war da, hatten wir Besuch vom Heiligen Vater, der hat bei uns übernachtet. Und dann war natürlich viel Aufregung mit Polizei und alles im Haus und drum raus. Und dann einen anderen Morgen ist er wieder gefahren und ich habe ihm das Frühstück gemacht. Das war einfach ein Erlebnis. Das kann man gar nicht beschreiben. Das war einfach toll. Es gibt mal Tage, wo es einem schwer wird und es gibt auch Tage, wo es alles immer gut ist. Ich kann nicht immer sagen, dass es jeden Tag so weiß, waren auch mal schwere Tage dabei. Einfach der, ja, wenn man an den Tod entgegengeht und dass man auch merkt, es kommt ja ganz was anderes dann, was dann nach dem Tod. Wir sagen, da hoffen wir ja auch drauf. Wir hoffen doch auf Gott, dass wir die Schönheit des Himmels doch auch sehen. Und trotzdem, um eine gute Sterbestunde betet man ja doch schon mal öfters. Wenn man abends so wach im Bett liegt, dann denkt man doch, wie ist es morgen wohl? Die Hoffnung, die bleibt einem so lange, wie man lebt. Und wenn man die noch hat, ich denke, das ist auch gut. Wir sind ja jetzt alle alt, weil wir müssen auf die Zukunft gucken.